Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute testen wir mal eine komplett neue Marke und zwar Saumia. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen. Ja, deswegen steht hier auch oben Werbung. Nur, dass ihr einfach mal Bescheid wisst. Natürlich habe ich auch wieder einen Rabattcode für euch. Ich blende ihn euch jetzt ein und zwar Sabrina Weiß. Ihr bekommt mit meinem Rabattcode 18% und ich würde sagen, wir starten auch direkt mit der ersten Sache. Ich fange so an, dass ich euch erstmal so die Oberteile zeige. Dann gehen wir rüber zu den Kleidern und let's go. Unten in der Beschreibung habe ich euch einen Link verlinkt. Mit dem Link kommt ihr auf die Seite. Und ich würde sagen, wir starten auch. Also das hier ist das erste Oberteil. Das ist so ein Leopulli. Ich finde den richtig süß. Der sitzt auch richtig schön. Ich zeige ihn euch gleich. Ja, das ist so ein Strickpulli. Ich finde den richtig süß. Er kratzt nicht. Hier haben wir einen V-Ausschnitt und der gefällt mir sehr, sehr, sehr gut. Also so sieht der Pulli jetzt im Kompletten aus. Finde ich super, super schön. Hier ist unten nochmal ein bisschen weiß gemischt, genauso wie hier an den Ärmeln. Und ich trage den am liebsten immer so, wenn ich den quasi ein bisschen in die Hose mache. So finde ich es nämlich einfach am schönsten. Und ich würde sagen, wir machen jetzt weiter mit dem nächsten Oberteil. Das hier ist das nächste Oberteil, eher gesagt Body. Und zwar so ein richtig wunderschöner Leo-Body. Hier an den Schultern ist es so ein bisschen gepufft. Finde ich richtig, richtig süß. Und ich zeige euch jetzt einmal den Body im Kompletten. Und übrigens, der lässt sich mit Druckknöpfen verschließen. Und ich habe in dem Body eine S und der passt wirklich super, super gut. So sieht der Body jetzt im Kompletten aus. Finde ich super, super schön. Sitzt auch sehr, sehr gut. Und wie gesagt, mit einer High-Waist-Hose 1A. So, ich glitzere hier jetzt gerade wie eine Disco-Kugel, aber egal. Das hier ist das nächste Oberteil. Das finde ich richtig, richtig süß. So ein kleines Party-Oberteil könnte ich mir bei Silvester so mäßig vorstellen oder auch Weihnachten. Und das ist quasi so ein One-Shoulder. Finde ich richtig, richtig süß. Da hat hier unten so ein Gummi. Das heißt, falls ihr das so irgendwie crop haben möchtet, auf eine gewisse Art und Weise, dann rutscht es die ganze Zeit nicht hin und her. Ich habe es jetzt einfach mal so, also einfach am Hosenbund, sage ich jetzt mal. So, das hier ist das nächste Party-Oberteil. Das ist ein Spaghetti-Träger-Top, sage ich jetzt einfach mal. Das hat hier so ganz, ganz schmale Bändchen. Und ja, das ist auch eher gesagt so ein Party-Oberteil oder halt einfach zum Feiern. Und es ist, ich muss sagen, das ist schon ziemlich lang. Ja, so. Also es ist wirklich ziemlich, ziemlich lang. Deswegen habe ich das hier jetzt wieder in die Hose gemacht, weil ich es so einfach am besten finde. Und das kann man halt, wie gesagt, Weihnachten, Silvester, was jetzt als nächstes alles kommt, Halloween kriegt man bestimmt auch noch hin, das halt wirklich gut zu kombinieren und eventuell mit einem Rock oder ja, aber das Oberteil hat was, also finde ich richtig, richtig cool. Jetzt nicht passend zum Oberteil, aber eher passend zur Jahreszeit Herbst, habe ich mir so eine Teddyjacke hier geholt. Die habe ich auch in der Größe S, finde ich super, super schön. Die hat hier aber keine Taschen, also die sind zugenäht, aber auf jeden Fall so eine Taschenoptik. Finde ich cool. Ja, wie gesagt, es ist eine S, aber das lässt sich hier unten wirklich super, super schön dehnen. Und ich habe so einen ähnlichen Pulli und den finde ich richtig, richtig cool. Und ja, auf jeden Fall super, super kuschelig. Gefällt mir persönlich ziemlich gut, auch hier mit diesem Hemdkragen. Finde ich richtig schön, also ja, so. Das passt jetzt eventuell nicht ganz zum Oberteil, aber ich habe hier noch ein Hemd und das finde ich richtig, richtig schön. Es ist Oversize, also hier und so ist alles perfekt, aber ich meine von der Länge ist es so ein bisschen Oversize. Ich mache das hier jetzt einmal ganz kurz, so ganz normal, wie ich ein Hemd halt anziehen würde, sage ich jetzt mal. Und voila. Also es ist wirklich Oversize, es geht auch über den Po, ich zeige es euch jetzt nochmal ganz. Also hat schon was, muss ich ehrlich sagen. Finde ich auch richtig, richtig super schön, auch die Farbe, weil jetzt so, ich würde sagen, es ist so einfach Lachsfarbe, also ein ganz, ganz helles Rosa. So, das hier ist Kleid Numero Uno und dann kommt noch Kleid Numero Dos. Und ich finde das super, super schön. Ich habe so ein Kleid ja auch schon in Rosa, genau, und auch, glaube ich, in Lila, aber in Lila ist das eher eine andere Variation, aber ich liebe dieses Kleid. Das hat hier an der Taille so ein Gummi. Die Ärmel sind so luftig, sage ich jetzt mal. Es ist im Sommer wirklich perfekt. Wir hatten zwar dieses Jahr nicht so ganz den Sommer, aber egal. Vielleicht kommt er ja jetzt noch im Herbst, dann haben wir so einen quasi Spätsommer. Finde ich super, super schön hier. Und hier sind übrigens
Knöpfe, also falls euch jetzt hier zu wenig Ausschnitt ist, könnt ihr es zumachen, sind Druckknöpfe. Und ja, ich zeige euch jetzt einmal das Kleid im Ganzen. So sieht das Kleid im Kompletten aus. Finde ich super, super schön. Das Kleid ist übrigens nicht durchsichtig, da hier unten noch so ein Unterrock drunter ist. Also man sieht nichts durch. Also top. Okay, bevor ich euch jetzt das Kleid zeige im Voraus, ich würde niemals so mit dem Kleid auf die Straße gehen oder so. Das ist ein Partykleid, ein Feierkleid, ein keine Ahnung was Kleid, aber auf jeden Fall nicht einfach so ein Kleid, mit dem man mal kurz mal in die Stadt geht. Das wollte ich jetzt nur so mal kurz sagen. Okay, das hier ist jetzt das Kleid. Ich weiß, es ist alles viel zu stark und ach, keine Ahnung was. Also wir sehen hier vorne einen V-Ausschnitt und dann haben wir hier einmal quasi so kleine Ausschnitte. So, und jetzt zeige ich euch das Kleid einmal im Kompletten. Let's go. So sieht das Kleid im Kompletten aus. Das ist auch ein bisschen kürzer. Deswegen, wie gesagt, das ist ein Partykleid und nicht einfach so ein Kleid, mit dem man mal ganz kurz auf die Straße geht. Also Leute, ich hoffe, mein Video hat euch gefallen und natürlich hoffe ich auch, dass euch die Sachen gefallen haben von Sarah Mia. Das war jetzt das erste Mal, dass ich mit dieser Marke zusammengearbeitet habe und mein erster Eindruck von dieser Marke ist halt einfach, die Sachen, die passen, die sind größentreu, wenn ich das so sagen kann. Also eine S ist auch wirklich eine S. Und eine M ist auch wirklich eine M, so gesagt. Also das Kleid ist übrigens eine M, weil ich mir einfach wirklich unsicher war. Ja, also ich glaube, hätte ich eine S genommen, wäre das Kleid tatsächlich wirklich noch kürzer gewesen. Deswegen bin ich froh, dass ich da auf eine M gegriffen habe. Das war einfach sicher. Also ich hätte auch eine S nehmen können, so ist es jetzt nicht. So, und ansonsten finde ich die Sachen, die haben eine super Qualität, so preis-leistungsmäßig. Und ja, die Sachen gefallen mir sehr, 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 sehr gut. Ich glaube, das war jetzt auch nicht das letzte Mal. Und ja, wie gesagt, denkt dran, unten ist nochmal ein Link von Sarah Mia. Da könnt ihr mal durchschauen, ob euch da auch was gefällt, so wie mir. Und denkt dran, Sabrina Weiß für 18%. Und ja, das war's mit meinem Video. Ich hoffe, mein Video hat euch gefallen. Und ich würde natürlich sagen, bis zum nächsten Mal und tschüss.